Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen das kleine RPG-Maker-Horror-Game Träumerei, entwickelt von Vane im RPG-Maker VXAce. Und wie ihr sehen könnt, schon der Startbildschirm ist einfach nur wundervoll. Er bewegt sich sogar, also die Augen des Hauptdarstellers blinzeln hier. Und leider handelt es sich erstmal nur um Kapitel 1 von 7. Es wird also immer in Kapitelform erscheinen. Und dieses erste Kapitel soll circa eine Stunde gehen. Ich denke, wir werden ein bisschen länger brauchen. Wir brauchen immer ein bisschen länger, weil wir uns alles gut angucken. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Das Lied kenne ich übrigens. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es aus Misao ist. Irgendwo wird das auch benutzt. Ich glaube, als Anfangs- oder Endlied. Bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt starten wir aber mal. Und schreiben in das Buch hinein. Oh, ist das klein. Also ich spiele es ja immer im Fenstermodus, deswegen ist der Text gerade für mich etwas klein, aber ich kriege das hin. Verzeihung, haben Sie zufällig ein paar Kinder gesehen, die hier durchgerannt sind mit einem alten Tagebuch? Die kann man nicht so leicht übersehen. Sie können mich sehen? Natürlich kann ich Sie sehen, wieso denn nicht? Wobei, ich muss schon zugeben, es ist etwas schwer, Ihr Gesicht zu erkennen aus dieser Perspektive. Nun, Sie sind dort entlang. Danke, Miss... Sie ist fort? Haben wir da zufällig gerade einen Geist gefragt, wo man langlaufen muss? Ich bin mir nicht sicher. Dieses seltsame Mädchen meinte, ich würde sie hier finden, aber... Bisher habe ich nur Steine gesehen. Ich bin aber echt glücklich, dass es mir gelungen ist, mein Tagebuch wiederzubekommen. Aber noch fehlen mir einige Abschnitte des Tagebuches. Wobei, ich bin mir sicher, dass die Kinder sie hier verteilt haben. Ich hoffe jedoch, dass sie noch lesbar sind. Richtig. Ich glaube, dort drüben sehe ich eine der Seiten aus meinem Tagebuch. Ich hoffe, das dauert nicht den ganzen Abend. Oi. Ja, das ist krass gemacht, oder? Es ist 2D. Ich muss wirklich genauer hinschauen. Zum Glück habe ich fast alles eingesammelt. So, je schneller ich nun die fehlenden Seiten finde, desto schneller kann ich auch diesen schrecklichen Ort wieder verlassen. Ich habe definitiv nicht den Wunsch, hier den ganzen Tag zu bleiben. Wer weiß schon, was ich hier finden werde. Scheinbar gab es hier in der Gegend einige Morde und seltsame Kulte. Aber nichts Neues. Aber das ist ja nichts Neues. Ich hoffe, ich stolpere über nichts zu Grausames. Ah, da ist eine der Seiten. Das ist total süß, dass er sogar so animiert ist. Kann ich mir das... Oh, Gräber. Okay. Headstones. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Art von Stein ist. Okay, wir haben das Stück Papier erhalten. Da ist das Bild eines durchgestrichenen Gesichtes drauf. Was hat das zu bedeuten? Ach, ich guck mal, ob wir ein Menü haben. Ah, wir sind Noelle. Das ist ein schöner Name, finde ich. Hier ist dieses alte Tagebuch. Oder Notizbuch, aber ich glaube, Journal benutzt man schon häufiger für Tagebuch. Gehörte vermutlich Großmutter. Und speichern kann man scheinbar jederzeit. Sehr gut. Und hier sagt er wahrscheinlich... Oh, ui. Oh. Ich habe keine Zeit dafür. Okay, rennen kann man nicht mit Shift. Wieder ein Stück Papier. Da ist das Bild eines Spiegels, das perfekt in zwei geteilt ist. Da ist außerdem drunter geschrieben oder daneben geschrieben Devil's Glass, also Glas des Teufels. Es wurde ganz elegant geschrieben unter der Illustration. Okay. Wieder ein Stück Papier. Das ist eine gehörnte, grinsende Figur. Oh. Okay, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich mir das eingebildet habe aus dem Augenwinkel, dass da ein Schatten erschienen wäre. Papier erhalten. Das Bild von vier hängenden Puppen. Ah, ich glaube, ich habe mir das eingebildet eben. Voll krass. Das Spiel hat ja schon seine Wirkung dann erzielt, nehme ich an.
Tja, die Frage ist, wie viele Seiten fehlen uns noch? Okay, ich lauf mal noch. Okay, da ist noch ein Stück. Also eine Seite. Da sind 5 Gräber. Aha, noch ein Papier. Das ist ein Bouquet von 6 zerfallenden Rosen, also bereits im Verderben befindlichen Rosen. Das ist irgendwie kein lebensbejahendes Journal, oder? Okay, das ist eine rubinfarbene Tinte. Mit dieser rubinfarbenen Tinte ist das Papier durchzogen. Und das ist ganz frisch. Das ist es nicht. Was ist es nicht? Ah. Du bist dieses Mädchen von vorhin. Nun, danke, dass du mir geholfen hast. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir so schnell wieder begegnen würde. Oh, du hast es gefunden? Danke, Miss. Papier erhalten. Die ganze Seite ist voller schwarzer Tinte. Ich glaube, Ebony ist dann eine schwarze Farbe, ne? Oh, jetzt ist sie weg. Okay, vielen Dank für die Seite. Oh, Moment. Sie hat definitiv ein Talent dafür, einfach so zu verschwinden. Sehr mysteriös alles. Ich wollte nur mal gucken. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht kann man sich die Seiten auch angucken, aber das scheint nicht zu gehen. Wie cool. Es war einmal ein Junge, der wollte verschwinden. Egal wo er hinging, hinterließ er Rot? Egal wo er war, ihm folgte immer das Unglück. Wo immer er hingeschickt wurde, er fand sich dort alleine wieder. Er ging immer weiter und hatte nur sein geliebtes Tagebuch in Händen. Und so begab er sich auf eine lange Reise. Er glaubte, an keinen Ort zu gehören, und so reiste er von Ort zu Ort. In der Dunkelheit der Nacht, in verschiedensten Verkleidungen, bewegte sich der Junge immer weiter und versuchte nie zu lange an einem Ort zu bleiben. Aber er einer langsam zerfallenden Spur aus Brotkrumen zu folgen, das war keine einfache Aufgabe. Langsam begann er, aus dieser Welt zu verschwinden. Er zog sich zurück auf sein Zimmer und verbarg sich in fantastischen Geschichten, die er sich selbst erwählte. Die Jahre vergingen, bis er fast vergessen war. Bis er sogar vergessen war. Die Zeit hielt an für alle außer ihn. Das Ende. Kapitel 0. In die Wälder. Ah, das ist das Tagebuch. Das ist das letzte Mal, dass ich den Hinweis einer Hexe für wahr nehme. Wobei ich es als Erfolg verbuchen würde. Ich habe sogar alles so gut wie neu hinbekommen. Naja, fast. Wobei, ich habe auf jeden Fall Ärger bekommen, weil ich die Zaubersprüche verwendet habe, die ich von ihr ausgeliehen habe. Sie verhalten sich, als würden sie mir nicht vertrauen. Ich bin so gesehen verantwortlich. Es ist sehr mysteriös bisher. Ich weiß manchmal gar nicht, wovon er redet. Naja, das bringt nichts, darüber zu grübeln. Vielleicht sollte ich dieses Buch weglegen und stattdessen mein Tagebuch nehmen. Ach so, okay, ist doch nicht sein Tagebuch, was er in der Hand hat. Wobei ich lieber etwas neues Material finden würde, um es zu lesen. Noel. Also ich glaube jedenfalls, dass es ein Junge ist. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es ein Mädchen ist. Oh. Schon wieder? Ich weiß jetzt nicht. Ein weggelegtes Buch. Papier Seite 1 gefunden. Ich muss wirklich die Bindung dieses Tagebuches reparieren. Die Seiten fallen immer raus. Noel. Noel, tu es nicht.
Klettere nicht dort hinauf, es ist gefährlich. Ach, es geht mir schon gut. Da ist ein Buch, das hängt da oben im obersten Regalbrett heraus. Ach, wie nennt man das? Die auf dich Acht geben, nicht Eltern, sondern die Erziehungsberechtigten, werden sauer werden, wenn sie herausfinden, dass du wieder so übereilt gehandelt hast. Dann sag es ihnen bitte nicht. Sieh es als Forderung an. Das ist seltsam. Glaubst du zufällig an Magie? Magie? Hast du dir den Kopf gestoßen auf dem Weg nach oben? Ob es wohl in Ordnung ist, wenn ich mir das ausleihe? Klar, aber bitte komm da runter. Wenn du dich verletzt, dann werden sie meinen Kopf aufspießen und dann von einer Klippe runterstürzen. Das tut mir sehr leid für dich. Ich werde für dich beten. Ich würde für dich im nächsten Leben beten. Es ist ein bisschen unverschämt, ne? Bitte komm einfach da herunter, bevor sie dich sehen. Natürlich. Nicht springen! Ob wir das... Ja, wir wollen das behalten. Was ist das für eine Frage? Ich weiß nicht, ob die auch miteinander in Verbindung stehen. Ein pinkes Buch, das ist ein alter Band mit Märchen. Ziemlich abgenutzt wegen der vielen Jahre, die es bereits verwendet wird. Und hier ist das Papierstück, 1 von 7. Klar wollen wir das behalten, ne? Kann ich da in den Schrank reingucken? Ja, ein roséfarbener Schrank? Okay, aber... Ein ziemlich lahmer... Wie nennt man das denn? Dieser... Ich weiß nicht, wie man das nennt. So ein kleiner Stuhl, aber es ist ja eher wie eine Bank. Stuhlbank? Jedenfalls steht die da so rum. Von einer dicken Schicht aus Staub bedeckt. Kann ich mir das Bett auch angucken? Ja, das ist ein archaisches und ziemlich elegant dekoriertes Bett. Schön. So, was haben wir da? Ein einsamer Spiegel steht an diesem Schminktisch. Und ja, zwei leicht erhellte rubinfarbene Augen starren ihn an. Also unsere eigenen. Ich hasse Spiegel. Moment, was ist das hier unten eigentlich? Das ist ein Stück Papier? Als wir es uns näher anschauen, sieht man, dass es eine Liste an Regeln ist, die mit einer eleganten Handschrift geschrieben wurde. Wir lesen die mal. Gehe niemals raus, außer es ist notwendig. Wenn du jemanden siehst, der draußen umherschleicht, dann sprich nicht mit ihm. Wenn die Sonne am Firmament untergegangen ist und sich die Überbleibsel der Zivilisation in Asche verwandelt haben, dann gehe nicht oder du wirst zerfallen. Du darfst niemals unter keinen Umständen in die Wälder gehen, denn dein Blut wird dann die Lande färben. Aber wenn du musst, dann schau niemals auf deine Wünsche. Was? Lest you desire your eyes? Ah, okay. Falls du es aber doch tun solltest, dann schau niemals zurück, wenn du nicht danach strebst, dass dir die Augen aus deinen Augensockeln entfernt werden. Ach, wie schön. Solltest du Stimmen hören, dann folge ihnen nicht. Und wenn du Schritte um dich herum hören solltest, dann renne, außer du möchtest dein Leben lassen. Sprich nicht vor den leeren oder vor den Gräbern, damit die Geister nicht deine Seele in die Unterwelt hinabziehen. Wie dramatisch. Was, den Raum verlassen? Nee, Moment mal. Ich will mich ja noch umgucken. Hier sind auch Märchen. Okay, da sagt er aber nichts weiter zu. Das ist auch ein Buch. Da sagt er auch nichts weiter zu. Auch ziemlich alte Bücher. Das ist ein unnötig riesiges Regal voller antiquierter Bücher und alter Papiere. Ah, okay, dann stellen wir mal das Buch hier wieder rein. Ah, nun, da ich es zurückgestellt habe, kann ich mein Tagebuch herausziehen. Gut, wir haben es also reingestellt ins Regal. Und lesen jetzt... Ich weiß nicht, was wir jetzt lesen. Jedenfalls gucken wir uns die Bücher an. Und Noel greift nach einem Roman. Er öffnet diesen Hardcover-Roman und Noels Augen fallen auf eine der Seiten. Ich hörte einst von einer magischen Metropole, die im alten Eichenbaum versteckt ist. Man konnte kaum ahnen, dass sich darin so etwas befindet, denn er hatte aschenfarbene Äste und
heruntergekommene Blätter. Ja, aber er machte Versprechen von Gold und Magie, obwohl er im Zerfall befindlich war. Aber als ich meinen Fuß hineinsetzte in diese Metropole, da fand ich heraus, dass dieser Traum nicht mehr war. Es wäre schön, aktuelleres Material zum Lesen zu finden. Okay, gucken wir mal hier noch. Die habe ich auch alle gelesen. Wie langweilig. Okay, das ist aber wieder das Gleiche. Ah, nee. Die Stadt, die von der Zeit vergessen wurde. Oh, der Roman war voll langweilig. Ja, wir suchen mal nach dem Tagebuch. Hier ist es. Einträge lesen, ja. Der Puppenmacher, das Kerzenritual oder Engel im Grab. Dann nehmen wir doch mal Puppenmacher. Ui. Okay. Menschliche Knochen erscheinen in letzter Zeit in der Umgebung. Bei meinen Reisen in die Wälder nutze ich sie und benutze ihr Fleisch und ihre Haare, um Figuren zu schnitzen. Hin und wieder mögen die Verstorbenen meine Kreationen so sehr, dass sie sie für sich selbst halten oder dass sie sie an sich reißen. Die restlichen Wörter wurden ziemlich schnell geschrieben. Hä? Das habe ich nicht so ganz kapiert. Was ist mit dem Kerzenritual? Okay, das Gefahrenlevel ist hier auf Mittel. Was braucht man dafür? Eine Kerze. Dann natürlich ein paar Streichhölzer, genau. Dann noch ein Messer und einen Löffel und Salz. Die Regeln. Sobald die Sonne untergegangen ist, suche nach einem Kürbis vor 12 Uhr Mitternacht. Und dann musst du das erste Wesen nehmen, das dir auffällt. Um circa 12 Uhr Mitternacht musst du dann sagen, der vorherige Tag findet nun sein Ende. Es ist nun für dich sicher, herauszukommen. Nun benutzt du das Messer, um den Kürbis aufzuschneiden, seine Innereien zu entfernen mit einem Löffel und ein Gesicht herauszukratzen. Es ist egal, wie gelungen das ist. Als nächstes musst du die Kerze im Inneren platzieren. Und diesen Schritt darfst du jetzt auf keinen Fall übergehen. Du musst den Kürbis direkt vor dir hinstellen. Nun musst du ganz schnell einen Salzkreis um dich herum legen und dann wartest du. Wenn sich der Kürbis bis 3 Uhr morgens nicht bewegt, dann hat das Ritual nicht geklappt. Solltest du zufällig aus den Augenwinkeln Schatten sehen, die sich scheinbar dir annähern, solltest du unbedingt bis 3 Uhr morgens in dem Salzkreis bleiben. Ganz selten materialisieren sich diese Schatten. Dann darfst du auf keinen Fall den Salzkreis verlassen, bis der Tag angebrochen ist. Sobald die Dunkelheit fort ist, verbrenne den Kürbis. Solltest du aber wünschen, den Kreis zu verlassen, nun, dann kann ich nicht für deine Sicherheit garantieren. Außer, dass ich dir viel Glück wünsche für dein nächstes Leben. Okay, das hört sich ziemlich gefährlich an, vielleicht müssen wir das ja machen. Engel in den Gräbern. In letzter Zeit gab es Sichtungen von kleinen, ganz seltsamen Wesen, die in Schwarz gekleidet sind. Sie befinden sich meist in anverlassenen Orten bei Nacht. Aus bestimmten Gründen sehen sie jene, die sie angetroffen haben, als Engel des Todes an. Ich bin mir nicht sicher, wieso, aber ich möchte es eigentlich nicht herausfinden. Es heißt, dass der Engel dafür bekannt ist, dass er jenen, denen er begegnet, die Augen ausreißt. Und noch schlimmer, es heißt, dass er die Knochen seiner Opfer in verschiedene Werkzeuge verwandelt. Uah, das ist nicht gut. Okay, die haben wir alle durchgelesen. Da wieder ein Roman. Die Sprache der Blumen. Adonis Sorrowful, unglückliche Erinnerungen. Ah, okay, wofür diese verschiedenen Blumen stehen. Eine Anemone, eine vergessene Liebe. Bittersweet steht für die Wahrheit. Die Zyklamen für ein Auf Wiedersehen. Die Hydrangea. Danke. Oh, einige hundert Seiten lang ist diese Liste.
Ach ja, richtig. Ich muss die Pflanzen wässern. Sie wären ziemlich unglücklich, wenn keiner an sie denkt. Vielleicht kann ich ja auch ein paar Blumen pflücken. Ich bezweifle, dass Großmutter welche vermissen würde. Okay, dann ich denke, jetzt probiere ich mal hier rauszugehen. Achso, jetzt muss ich die Liste nochmal lesen. Okay, kein Problem. Mal schauen. Heute habe ich nach den Puppen geschaut. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt und meine Bücher organisiert. Ich denke, das reicht erstmal an Hausarbeit. Wobei, nachdem ich die Pflanzen gewässert habe, habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Ach, naja. Okay, er läuft irgendwo lang. Hui, hat was kaputt gemacht. Oh, Blut? Das ist ein Vogel, oder? Eine zerknüllte Form befindet sich auf dem aschgrauen Boden. Blut und Federn sind über den Boden verteilt. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Guten Morgen, Mr. Magpie. Ich hoffe, deiner Familie geht es gut. Kam dieses Geräusch von dir? Oh, aber du bist ja verletzt. Nun, das würde erklären, woher das ganze Blut kommt. Aber das ist viel zu viel Blut für so ein kleines Wesen. Da der Vogel sich in einem schlechten Zustand befindet, untersucht es Noel, ob es noch Anzeichen von Leben gibt. Gut, du atmest noch. Aber dein Flügel ist gebrochen. Besucher sind hier nicht erlaubt, aber für dich, Mr. Magpie, mache ich eine Ausnahme. Ich hole dir ein paar Bandagen, also bleib bitte hier. Kann ich hier weiter? Nee, scheinbar nicht. Okay, dann kann ich hier irgendwas noch machen? Nö. In der Küche haben wir noch einige Bandagen. Die werden nicht sonderlich helfen, aber das ist das Mindeste, was ich tun kann. Oi. Diese Bandagen sollten hier irgendwo sein. Ich muss diesen Kürbis noch schnitzen. Gucken wir im Schrank nach den Bandagen? Ja. Ja, da finden wir die Bandagen. Super. Das sollte ausreichen. Ich hoffe, Mr. Magpie ist noch nicht gestorben. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich mich hier erstmal umschauen soll. Ich speichere mal, sodass wir uns umschauen können. Und falls er dann gestorben ist, können wir gucken, ob es daran lag, dass wir uns hier zu lange umgeschaut haben. Das Messer können wir scheinbar momentan nicht nehmen. Ich wünschte, diese Kürbisse würden nur einmal mit mir sprechen. Okay, ich glaube, hier passiert nirgendwo was. Da ist ein Bilderrahmen an der lachsfarbenen Wand. Okay, da scheint auch nichts zu sein. Okay, ich glaube, wir können hier gar nichts machen momentan. Dann gehen wir mal wieder zu Mr. Magpie. Mal schauen, ob wir ihm helfen können. Ich habe die Bandagen gefunden, Mr. Magpie. Als er ihn sich näher anschaut, fällt Noel auf, dass die Zunge des Vogels abgehackt wurde. So sahst du aber vorher nicht aus. So gut wie neu. Nach einigen Schritten vor und zurück, hebt Noel die verletzte Kreatur auf. Obwohl, selbst wenn deine Wunden geheilt sind. Der Vogel hebt seinen verletzten Kopf Richtung Noel, bevor er ein paar gurgelnde Laute von sich stößt. Ich sollte nicht mit dir reden. Es tut mir leid, aber als Noel wieder auf den Magpie schaut in seinen Armen, wird ihm klar, dass dieser ganz still geworden ist. Aber der Brustkorb hebt und senkt sich noch leicht. Was? Nein, ihn begraben? Ja, oder ihn erst töten, er lebt doch noch. Keine Ahnung, es ist beides gleich schlimm. Ich nehme jetzt einfach Yes. Es ist zu lange her, seit ich das letzte Mal mit Leichen zu tun hatte.
Jedoch muss ich dieses Blut abwaschen. Okay, Vogel erhalten. So. Und was dich betrifft, Mr. Magpie? Ich denke, es würde niemanden stören, wenn ich dich im Garten begrabe. Dann hat wenigstens einer von uns ein schönes Grab. Aha. Hier scheint es aber... Toter Vogel. Armer Magpie, also ist er doch tot. Hä? Huh? Schon wieder? Was treibt denn ein Mädchen hier draußen? Du kennst sie nicht zufällig, oder? Mit wem redest du? Kann ich da nochmal runtergucken? Scheinbar nicht. Okay, ich gehe mal hier lang. Du bist am Leben. Wie seltsam. Und wer seid ihr, Miss? Oh, Verzeihung, ich bin... Annabelle. Freut mich, Sie kennenzulernen, Miss. Ich bin... Oh, ich weiß, wer du bist, Noelle Rousseau. Und ich sehe schon, du hast meinen Vogel gefunden. Daher danke ich dir vielmals. Was? Woher kennen Sie meinen Namen, Miss? Das ist einfach. Da war eine Plakette dort draußen und auf dem stand der Name Rousseau. Und ich finde, Sie sehen aus wie ein Noel, Red. Was auch immer Sie sagen, Miss. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass draußen ein Schild gehangen hätte. Das muss ich mir nachher anschauen. Annabelle. Sie sind ziemlich glücklich, Miss. Wieso sollte ich nicht glücklich sein? Ich habe meinen geliebten Spielzeugvogel wiedergefunden und Sie kennengelernt. Wieso sollte ich nicht glücklich sein? Richtig. Ich hoffe, sie hat nicht vor, das mit sich herumzutragen. Schließlich hängt da ein Knochen aus dem Hals heraus. Also ist es wirklich tot, leider, der Vogel. Nun, Miss, ich wollte gerade dafür sorgen, dass Mr. Magpie ein entsprechendes Begräbnis erhält. Sie sind ja lustig, aber ich habe gerade das Gleiche gedacht. Sie können auf mich zählen. Ich liebe so zu tun. Ich liebe es zu spielen im Grunde. Richtig. Einfach nur lächeln und nicken. Vielleicht geht sie danach. Noch irgendwas? Nein. Okay, dann sollten wir Mr. Magpie jetzt einfach begraben. Alles klar, ist ja ihr Begräbnis. Wissen Sie? Weil das ja ihr Haus ist. Ja, ich verstehe schon, Miss. Wunderbar. Okay, die ist ein bisschen seltsam. Oh, Moment, wen bewegen wir denn jetzt? Oh, wir laufen zusammen. Lalalala, synchron. nein, wir verlassen den Garten nicht. Wir gucken uns hier um, aber wir machen erstmal einen kleinen Cut, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, spielen wir weiter in der nächsten Folge von Träumerei. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.